Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zur Fuchsbau News. Ihr habt dieses süße kleine Intro gesehen. Ich habe was ausprobiert und ich finde es ganz gut geworden. Also hast du halt alles mal ganz kurz auf den schnellen Blick, auch wenn da nicht alle Informationen drin sind, bewusst. Aber ja, fangen wir auch direkt an. Und zwar, am Donnerstag gab es nach langer Zeit wieder den ersten Stream von Fizzaya mit Facecam. Die Kamera ist ja schon vor längerem aufgetaucht, aber das dazugehörige Kabel ist erst vor kurzem angekommen und deswegen auch erst dementsprechend spät der Stream mit Facecam. Und da ging es auch direkt rein in Rimworld und da gab es auch wieder ein paar viele Capybaras, wo gekauft wurden, und ja, wir wissen, wie sehr Fizzaya mittlerweile Capybaras liebt, nämlich nicht. Oder vielleicht auch sehr, das wissen wir nicht. Aus bestimmten Gründen bin ich gezwungen zu sagen, dass Fizzaya Capybaras sehr liebt. Gewisse Personen würden sonst behaupten, ich würde eine Verschwörung anzetteln. Hust, hust. Spaß beiseite. Oder vielleicht auch nicht, das sehen wir ja dann. Unter anderem sind auch Meteoriten eingeschlagen, nicht gerade wenige. Ein paar haben die Basis getroffen, einer direkt, ein anderer hat einen Huhn getötet. Da, von dem Huhn gibt es keinen Clip, auch von dem anderen Meteoriten. Das war, glaube ich, am Anfang auch angeteasert in diesem Intro. Die Clips sind jetzt also erstmal der wunderschöne Clip, wo Fizzaya wieder nicht sprechen kann. So à la Fizzaya.exe has crashed. Ich spiele euch einfach die Clips ab. Seht sie euch an und danach hören wir uns wieder zum besonderen Thema, was dann ist angesprochen wird. Also bis gleich und seid gespannt. Und hallo, ich Schreibfehler. Was geht? Schön, dass du dich hier wieder verirrt hast. Hi, wie geht's? Das... Ich würde sagen, der Mudstone-Brocken hat meine Basis getroffen. Würde ich jetzt mal so sagen. Der hat die Basis. Der hat volle Kanne die Basis. Ich glaube, der hat auch meinen Boden zerstört. Aber der hat auf jeden Fall meine Wand zerstört. Meine arme Wand. Aber das Silber hat es wenigstens nicht getroffen. Das Silber ist fein raus. Aber das war ein definitiver Volltreffer. Vor allem wurde einfach fast Fizzaya erschlagen. Danke dafür. Da bin ich wieder zurück von den Clips. Und es gibt eine Sache, die muss ich jetzt noch ansprechen. Das hat auch mit den Clips zu tun. Das ist jetzt quasi aus dem Cut heraus. Wenn man das so möchte. Gerade frisch während dem Schneiden. Twitch hat irgendwas verkackt, auf gut Deutsch zu sagen. Es ist so. Anfangs konnte ich Twitch-Clips super angenehm runterladen, ohne Probleme, die auch einbauen in die Fuchsbau-News. Jetzt hat sich aber irgendwas geändert, dass ich, egal bei welchem Clip mittlerweile, es sind jetzt nur zwei, die ich bis jetzt hatte, aber es ist egal bei welcher von denen, eine massive Asynchronität oder wie man es nennen möchte, drin habe, dass Audio und Bild nicht mehr synchron sind. Das nachzubearbeiten ist scheiße umständlich. Und ich habe jetzt eine Methode gefunden. Ich habe so viele Methoden versucht, Twitch-Clips runterzuladen, in der Hoffnung, dass das synchron ist. Nee, Pustekuchen, funktioniert nicht mehr, weil alles irgendwie über die Seite von Twitch selbst nur noch runterlädt. Da helfen keine Online-Converter mehr, da hilft keine Download-Software mehr. Nein, alles wird direkt von der Twitch-Seite selbst nur noch runtergeladen. Es ist zum Kotzen, weil Twitch kriegt es nicht gebacken, irgendwas synchron zu machen. Gut, vielleicht mag es hier bei dem einen oder anderen funktionieren, bei mir funktioniert es aber nicht.
Ja, man merkt vielleicht eine dezente Wut, aber das muss mal erwähnt werden. Ich habe jetzt eine Methode gefunden, mit einer Download-Software der ganze Scheiß in MKV runterzuladen, also als MKV-Datei runterzuladen, dann ist alles synchron, dann darf ich den ganzen Bums nochmal über einen Online-Konverter durchhauen, damit es wieder eine MP4 umgewandelt wird, damit es mein Bearbeitungsprogramm letzteres überhaupt erkennt, weil das nimmt sonst nichts an. Erst dann ist es synchron, das hat jetzt über eine Stunde gedauert. Ich habe um 18.53 Uhr oder sowas die letzte Audio erstellt gehabt, eingebaut, das Ganze gebastelt, die Clips eingefügt und habe jetzt seit circa einer Stunde dran gebastelt. Nur, wir haben jetzt übrigens 20 Uhr, nur um diesen Clip dahin zu bekommen. Also sollte es Twitch nicht gebacken bekommen, das zu machen und ich mir bei jedem Clip, den ich einspielen will, diesen umständlichen Scheiß antun darf auf gut Deutsch, dann werde ich keine Clips mehr in die Fuchsbau News einstampfen. Im schlimmsten Fall vielleicht auch die Fuchsbau News komplett absetzen. Ich bin momentan echt am Überlegen, ich weiß es nicht, ob ich das so weiterführen kann und möchte, weil das ist, es ist nervig. Es ist richtig nervig. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. So, damit kommen wir aber wieder zurück zu den eigentlichen Themen. Weg mit der Wut. Es musste jetzt einfach mal raus. Weil eigentlich sollte das hier auch eine fröhliche News werden, weil es gibt ja eigentlich noch was zu feiern. Und zwar ein Jahr Fuchsbau News. Am 25. August wurden die Fuchsbau News offiziell ein Jahr alt. Das ist schon eine lange Zeit. Und damit gibt es diesen Bums jetzt auch schon ein Jahr, etwas über ein Jahr. Der 25. August ist ein bisschen her. Habe ich mir die Mühe gemacht und 17 Clips, damals schon eigentlich im Mai rausgesucht. Im April sogar schon, glaube ich. Ja, im April ursprünglich. Für Fesis 3 Jahre Twitch-Jubiläum. Ursprünglich rausgesucht. Die ich jetzt aber reinbaue. Somit 17 Clips aus 3 Jahren Fesaya. Man kann man ja mal einbauen. Die Fuchsbau News werden ja nur einmal ein Jahr alt. Dementsprechend, es wird nicht perfekt sein. Es steckt schon so viel, viel Arbeit drin. Aber dennoch, viel Spaß mit den 17 Clips. Und wir hören uns danach wieder. Durch ein Faultier. Ja, wir sind gerippt durch ein Faultier. Die werden auch nicht mehr aufstehen. Weil die sterben in der Stunde. Der stirbt in 7, aber der will auch nicht aufstehen. Tod durch Faultier. Klingt normal. Ja, klingt normal. Aber actually, glaube ich, ist das Ende. Platz 69. Ja, okay, bis zum Ende werden wir safe nicht mehr Platz 69 sein, aber RIP durch Faultier, Leute. RIP durch Faultier. Das alles nur, weil die eine in die andere Richtung gelaufen ist und ich mir wieder dachte, hey, wir retten die. Ich sollte einfach aufhören, meine Kolonisten retten zu wollen. Tod durch Faultier. Tod durch Faultier. Alle Türen zulassen soll? Alle? Ich meine, Felder haben wir hier drin, das heißt, da verhungern wir nicht. Wir jagen müssen wir jetzt eh gerade nicht. Holz wäre halt nice to have, das haben wir jetzt gerade nicht. Ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten, und die Bär wird er nicht angreifen. Bär werden die nicht angreifen. So dumm sind die nicht. Also wir können einfach hier die Leute einfach ihr Leben weitermachen lassen. Ja. Chillt eure Nuggets. Oh mein Gott, warum bist du hier? Wieso bist du hier? Bist du denn... Oh mein Gott, du bist so dumm. Baby doch mit Berlin. Wird eh Berlin, also. Schade. Ja, also! Ich hätte nur der Hinweis. Es ist Berlin geworden. Es wird eh Berlin, also. Ich hätte so gern gesehen, wie er hingeflogen wäre. Ich hätte ihn ausgedacht. Aber ich bin... Nee, die Gamescom ist... Aber dann hoffe ich, dass du sehr viel Freude damit hast. Ja, die ist wirklich zitronig. Ein zitroniges Zitronig, würde ich sagen. Kenner würden behaupten, dieses zitronige Zitrone ist sehr zitronig. Aber ich glaube, das macht auch diesen Geschmacks von der Bitterigkeit der Kekse ein bisschen wieder gut. Ah, was hat mich denn jetzt abgeschossen? Was zur Hölle? Teste nur, wie schnell oder wie stark es laggt. Okay.
Hallo, ich hab ein Pferd. Oh, damn it. Das war der Lag. Sorry. Hey, was ist passiert? Siri, das sind deine Augen. Wie, wenn ich von Siri rede, könnte man denken, ich habe voll den Crush. Sorry, Siri. Ah. Einfach ein Siri-Crush. Sie wird eifersüchtig noch. Psst. Sonst klippt sie das noch. Die Zeit habe ich genutzt. Ich habe die Zeit vor allem genutzt, um hier ein bisschen umzubauen. Und wie gesagt, auch ein paar Sachen zu ändern, wie zum Beispiel jetzt mit OBS statt Streamlabs. Und als ob ich das geplant hätte. Take my money. Es war ja komplett auf die Minute. Stopp. Die Rübe hat was gesagt. Habt ihr das gelesen? Die Rübe hat was gesagt. Oh mein Gott. Okay. Ich bis sie nicht mehr zu erkennen ist. Oh no. Ja, die Radieschen, ein Glück sind wie eine Zwiebel, haben also dich zu befürchten. Oh, Westen ist links. Ja, ich weiß, aber dann sah er diese Tomatenketten. Die U-Wut uns an. Okay. Wäre auch eine Idee. Können wir auch gerne mal wieder machen. Aber nicht heute. Ich habe nämlich heute den ganzen Tag schon Kopfschmerzen. Ich habe mir vorhin auch extra schon eine Tablette deswegen reingeworfen. Aber es ist halt echt, also heute ist echt schlimm. Aber ich habe es euch versprochen, dass wir das on Stream machen. Deshalb machen wir es on Stream. Und solange ich hier nicht drauf gehe, ist alles okay. Was? Sirene, so zieh dich an, mein Kind. Zieh dich an. Es kann ja nicht sein hier, dass du hier Hype-Night streamst. Okay, gut. Du kennst es, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so im Internet, so wenn ich halt Jokes mache, ich gehe nicht davon aus, dass nur einer von euch lacht. Und jedes Mal, wenn irgendjemand in den Chat schreibt so, boah, ich muss mich voll anstrengen, hier nicht laut loszulachen, bla bla bla, oder hey, hör auf, so witzig zu sein, ich sitze im Zug. Ich freue mich darüber so sehr, weil ich halte mich nicht für lustig, also ich halte mich manchmal für lustig, aber ich gehe nicht davon aus, dass Leute mich lustig finden. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist ja wieder da was anderes. Jetzt. Leute, das google ich jetzt. Mario Kart, Stach. Der heißt wirklich Stachipanzer. Er ist einfach Stachipanzer. Mann, Nick. Ich hab nichts gemacht. Du hast nichts gemacht. Na, ich hab gar nichts gemacht. Ich kann, weißt du, ich brauche echt lange jedes Mal, um neues Donation Goal rauszusuchen. Wirklich. Das ist mittlerweile einfach Arbeit geworden. Mann, nee. Das ist mittlerweile. Ja, das erklärt's. Ja, und deshalb verflucht. Auf jeden Fall. Ich kann das selber nicht. Wie machst du das eigentlich? Machst du das? Ich kann das auch. Aber noch verstörender. Und dann atme ganz leicht aus. Also. So sehe ich dann aus. Ich glaube nicht, dass das einer von euch will. Ich glaube, ich habe es aber falsch gemacht. Also, Nein, Bro Angels. Nein, wer klaut denn hier meinen Pilz? Was ist denn das? Ich habe drei Pilze bekommen, direkt an der Ziellinie und das Fesi vor mir rein. Scheiße. Ich will noch meinen Pilz behalten. Oh, perfekt, sie ist immer noch ein Punkt hinter mir. Ich wollte meinen Pilz behalten. So ein Scam. Kriegen wir das hin, dass Fesi nicht Top 5 kommt? Ich guck mal gerade in meinen Discord, ne? Iki schreibt nur, wird gemacht, PC wird hoch. Ah, ihr habt euch gegenseitig abgezogen. Ja! Ja! Woo! Ja! Oh nein! 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 Oh mein Gott! Das hab ich nicht verstanden. Als ob das nur so knapp vom Ziel passiert ist, Yoshi! Das waren nun die 17 Clips gewesen. Aber ich habe noch welche rausgesucht für euch, und zwar Fesajas drei ersten Clips, also die allerersten drei Clips, die jemals entstanden sind.
Ob sie nun out of context sind oder nicht, später keine Rolle. Es sind die allerersten. Die sind von November 2020. Und die werde ich euch jetzt einspielen. Ich wünsche viel Spaß beim Anschauen. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich es ordentlich mache. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß. Such dir aus, wie du das machen möchtest. Lass dir Zeit. Ich habe dir jetzt erstmal von den Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen, was kauft. Die brauchen wir nicht, aber komm, nehmen wir die auch noch mit. Ich habe gerade Ahornsirup gesammelt. Das ist schön. Ich mag Ahornsirup. So, okay, dann von den Blaubeeren ein paar mehr und dann der Rest. Hola, Grünhaar-Lady. So, die verkauft. Wir können auch hier Standarddünger kaufen. Kostet nur 900 pro Dünger. Ich finde, das ist ein guter Preis. Also, wenn man davon ausgehen wird, dass wir nur 1600 haben, lohnt sich. Ja, lohnt sich total. Dann können wir eins von diesen Sachen. Rüdiger. Fido. Ja, aber Fido ist irgendwie so ein Name für so einen Labrador. Das ist so ein fetter Schäferhund. Ich glaube, das passt. Erinnert mich ein bisschen nicht Frieda, sondern oh Gott. Ich finde Karl Günther gut. Ich finde Karl Günther gut. Nennst du dich mal Karl Günther? Oh mein Gott. Da können wir mal sagen, Karl, das tötet Menschen. Müssen wir es aber anders schreiben. Okay. Das waren die ersten drei Clips von Fesaya, die jemals entstanden sind, zumindest noch auffindbar sind. Die ersten Streams sind zumindest nach meiner Recherche schon im März 2020 erschienen. Das könnte man damit erklären, dass da auch Animal Crossing New Horizons rauskam. Guten Morgen, Animal Crossing New Horizons ist 4,5 Jahre sogar, um genau zu sein. Und es ist immer noch schlechter als Animal Crossing New Leaf. Meiner Meinung nach zumindest. Aber wir reden ja hier nicht über Animal Crossing, sondern über Fesaya und die Fuchsbau News. Und für alle neugierigen Menschen, ich weiß nicht warum, ich habe auch mal noch was nachgeforscht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, aber ein paar Accomplishments habe ich gefunden. Oder man kann es auch Errungenschaften nennen. Die ich euch jetzt einblende, während irgendwo auch hier noch eine Fesaya ist, die sich im Kreis dreht. Und zwar, Stardew Valley hat sie zu 100% geschafft. Im Sabaton gab es ja damals auch Elden Ring, das war ein Subgoal. Da hat sie die ersten Bosse geschafft, ohne den Verstand zu verlieren. Weil den hat sie schon verloren. Und RimWorld hat sie es geschafft, ja, der RimWorld Chip unter die Top 100 zu kommen. Ich weiß nicht, was für ein Platz waren wir am Ende. Ich glaube, irgendwas um die 70. Wir waren zeitweise auf Platz 69. Ich weiß es nicht mehr. Es ist lange her. Das ist alles von letztem Jahr. Alles. Da sieht man mal, wie lange das schon her ist. Wir haben jetzt bald schon 2024. Ist ja auch schon bald wieder rum, ne, Leute? Das so zu Fesaya. Das Errungenschaften. Und damit kommen wir mal zu den Errungenschaften der Fuchsbau-News. Das ist eine gute Überleitung, ja. Die Fuchsbau-News haben auch schon einiges erreicht. Ich meine, das hier ist Ausgabe 26? Ich meine, das ist Ausgabe 26. Wenn ich jetzt nicht doof bin, dürfte das hier schon die 26 sein. Wir haben auf jeden Fall, ich habe so viel von hier reingesteckt. An Herzblut und Schweiß und Tränen. Und Wut. Gut, vielleicht ist bei dieser Ausgabe, weil ich gemobbt wurde, aber das ist ja wieder was anderes. Aber ja, wir haben... Ja, das ist Ausgabe 26. Das muss man sich auch mal vorstellen. 26 Ausgaben. Ich hätte nie gedacht, dass die Fuchsbonios es überhaupt so weit jemals schaffen werden. Geschweige denn, dass überhaupt die Leute sich das angucken. Weil das Ganze geht ja eigentlich nur über Fesaya und ist also auf meinem eigenen Kanal. Ne? Das ist erstaunlich, was die Fuchsbonde schon alles erreicht haben. Am 25.08.2023 als Schnapsidee im Meme-Channel entstanden bei Fesi. Und dann monatelang bis... Was heißt monatelang? Ja doch, so 4-5 Monate circa.
Nein, 4 Monate. 3 Monate eher sogar. Drei. Monatelang im Textformat. Damals noch in der Zeit entstanden, wo es den Minecraft-Bauwettbewerb gab, der ja auch dokumentiert wurde in Textformaten. News werde ich jetzt im Textformat hier keine einblenden, aber die findet ihr im Discord von Fesi, im Channel Tigers Fuchsbau News, der ist relativ weit unten. Und wenn man da sehr weit hoch scrollt, weil da ist ja auch schon einiges drin, da findet man auch noch die ganz alten Ausgaben, die ursprünglich im Meme-Channel gepostet wurden, als Reposts. Da sind die Anfänge drin. Ja, und im Januar dieses Jahres, also vor 9 Monaten, kann man schon sagen, vor einem Dreivierteljahr, ist der ganze Bums im Videoformat entstanden. Und bis hierher 26 Ausgaben, davor, ich glaube, 8 Ausgaben im Textformat. Und dann kamen ja noch die Specials, wie Songs, Rise of Meme Maker, der Song Alles, was bleibt, der Song zu Fesajas Jubiläum, der sich 3 Jahre Fesaja nennt. Und die anderen Specials, wo einfach so random mal erschienen sind, das ist alles eine Menge, was da zusammenkam. Und ich hätte niemals damit gerechnet, und dafür auch mal ein großes Dank an euch, weil ihr als Community, auch an Fesajas Community in erster Linie, aber auch an die paar Leute, die tatsächlich von meiner Community eventuell hier zuschauen, ihr seid der Grund, weshalb ich diesen Bums mache. Ich meine, auch wenn jetzt hier auf YouTube die Statistiken bei mir nicht viele Klicks zeigen, die meisten sehen es ja tatsächlich in der Reaction bei Fesaja auf dem Kanal. So ist das nicht. Aber da merkt man mal, was da alles zusammengekommen ist. Würde hier nichts kommen oder das sich nicht lohnen für mich. Ich meine, ich nutze hier meine Freizeit. Ich sitze jetzt an dieser Ausgabe bereits 4 Stunden. Pi mal Daumen. Gut, hier stecke ich jetzt auch ein bisschen mehr Mühe rein als nötig, aber auch weil ich es will und ich meinen Spaß dran habe, trotz der Wut, die ich da hatte. Ich meine, es ist jetzt bereits 3 Uhr rum, nachts am 9.9. spät. Und wann habe ich angefangen? Gestern Abend gegen 5, 6. Es sitzt lang dran. Und ich mache es ja nicht nur für mich, sondern auch für euch. Für die Streams von Fesaja vielleicht nicht gesehen haben oder so generell einfach nur eine Zusammenfassung möchten und dann neugierig sind, auch für Leute, die Fesaja noch nicht kennen und einfach neugierig sind, ja okay, wer ist das, was macht die, oder einfach zufällig hier hingekommen sind, kann ja auch sein, man weiß es ja nie. Das hier ist ja im Prinzip alles nur Werbung für Fesi, mehr ist es nicht, und trotzdem hält es sich so lange. Aber es liegt ja auch in der Unterhaltung für euch, der Community. Aber, ja, was will ich noch groß sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur dankbar, dass ihr mir das Letzteres ermöglicht habt. Genau. Ja. Immer das Einzige, was jetzt vielleicht noch fehlt, ist der Streamplan. Aber zum Stand jetzt ist noch kein Streamplan draußen. Und da ich noch nicht weiß, wann er rauskommt. Habt ihr noch mal eine Träne für Saya als Zwischensequenz? Wir hören uns dann zum Streamplan wieder. Bis nachher. Tudelu. Ich liebe sie. Hallo. Da bin ich wieder. Und es gibt einen Streamplan. Und der ist auch einfach gestrickt. Ganz einfach. Donnerstag 20 Uhr RimWorld, Sonntag 19 Uhr Stardew Valley. Ja. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ist, glaube ich, ja, wird eine ruhige, entspannte Woche, aber besser als gar nichts, ne? Wir müssen ja Fesaja auch mal ein bisschen Pause gönnen. Viele werden die Pause wieder mit Sommerpause oder Winterpause verknüpfen. Andere möchten gerne eine Pause, wo sie noch mehr streamt. Ich mach nur Scherze. Es ist jetzt gerade nämlich 6 Uhr rum.
morgens am 10.09. Frag mich nicht, warum ich das so früh jetzt noch mache. Weil gleich darf der Bums eh noch rendern, das soll nämlich heute noch rauskommen, diese News. eine Sache wollte ich aber noch erwähnen, weil am Anfang der Ausgabe habe ich mich ja sehr massiv über Twitch aufgeregt. Und dieser Kage da drin mit dem Clips-Problemen und sowas. Ja, die Probleme sind da. Ja, ich habe auch sehr, 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 sehr viele Clips hier eingebaut, aber seit kurzem gibt es eine Funktion bei Twitch. Wenn man Clips erstellt, dass man diese direkt im Clip-Manager schon herunterladen kann. Das war ja bis vor kurzem, ich glaube bis vor 2-3 Wochen, wie lange das mittlerweile drin ist, ich weiß es nicht. Also bis vor kurzem gar nicht möglich. Seitdem dieses Feature drin ist, kann ich Clips, die seitdem entstanden sind, zwar runterladen, aber wie, das ist dann halt für mich nur über Umwege möglich. Ich muss dann über eine Download-Programm, genau. Das Video als MKV-Datei runterladen, das dann in einem Online-Converter in eine MP4 wieder umwandeln, damit es synchron bei mir ist und nicht asynchron. Vielleicht behebt sich das Ganze nochmal. Ich habe mich viel aufgeregt, ja. Aber bitte nehmt's mir nicht übel, ich war zu dem Zeitpunkt echt stinksauer. Bei ganzen alten Clips, also alle Clips, die vor dieser Änderung entstanden sind, sind tatsächlich nicht betroffen. Die kann ich ganz gewohnt wie sonst auch immer runterladen. Deshalb hatte ich mit den ganzen Clips keine Probleme. Ob die ganzen Clips aber in der Videobeschreibung richtig verlinkt sind, keine Ahnung. Habe ich auch ehrlich keinen Bock zu überprüfen. Das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt machen. Also geht mal von aus, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos, dieser News, die Links da unten in der Videobeschreibung möglicherweise nicht aktuell sind, beziehungsweise nicht auf dem aktuellen Stand sind oder auch falsche Links drin sind zu Clips. Das kann sein. Das werde ich in aller Ruhe die Tage irgendwann überprüfen. Ich bin froh, wenn ich die News hier fertig habe, aber groß. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen soll, möchte. Rede mal nicht weiter groß drum herum. Ich habe tatsächlich alles jetzt genannt, was es zu nennen gibt. Mehr ist es nicht mehr. Also, ich habe den Streamplan eben vorgetragen. Das war's. Auch mit dieser News, die jetzt wirklich besonders lang ist. Wahrscheinlich auch die zweitlängste, die bisher entstanden ist. Möglicherweise. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir sind schon über 25 Minuten oder gehen schon auf die 30 Minuten. Keine Ahnung. Mir bleibt nichts weiteres zu sagen, außer ein großes Dankeschön an euch alle. Und dementsprechend, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Yoshi. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao. I'm sorry.